Hi und herzlich willkommen zu meiner zweiten Pickup-Folge, diesmal in der Spezialedition, weil ich auf einer Retro-Börse einiges an Beute machen konnte. Was genau ich mitgenommen habe und aus was sich dieses 22-Teile-Pickup zusammensetzt, seht ihr nach dem Intro. Ja, hi und schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr. Ich habe einiges für den Gameboy ergattern können. An der Zahl 9 Spiele für den Gameboy sind hier in meiner Hand. 3 sogar in OVP, aber zu denen kommen wir gleich. Fangen wir doch einfach mal an. So, da hätten wir als allererstes Boulder Dash. Wie immer, ich blende es ein, damit ihr es ordentlich sehen könnt. Boulder Dash, wer es nicht kennt, das ist so ein kleines Puzzle-Platforming-Game. Ah, ob es Plattforming-Game ist, vielleicht sollte ich nur sagen Puzzle-Game, wo man durch so labyrinthartige Strukturen auf dem Gameboy läuft und quasi aufpassen muss, dass diese Boulder, diese riesigen Felsblocken, einem dabei nicht den Weg versperren oder einen gar platt machen. Also es ist quasi so ein Rätsel, ähnlich wie ein Labyrinth aufgebaut, wie zum Beispiel das Spielfeld von Pac-Man, bloß dass irgendwo Steine sind, die ihr einsammeln müsst, Gegner sind, die euch töten wollen und riesige Felsblocken versuchen euch den Garaus zu machen. Und der Kniff bei dem Spiel ist dann, dass man, meine ich habe es jetzt noch nicht wieder eingelegt, also meine Erinnerung könnte getrübt sein, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Man dreht den ganzen Bildschirm, um diese Boulder quasi mit der Schwerkraft nach unten fallen zu lassen und so Gegner auszulöschen, Wege frei zu machen und die Rätsellevel zu lösen. An für sich ein absolut spaßiges Game. Ich habe dafür 6 € bezahlt. Dafür kann man nicht meckern. Es ist ein super Spiel. Hat seitdem, ich glaube, C64 viele, viele Ableger bekommen und wurde letztens meiner Meinung nach sogar um einen Teil erweitert auf der Switch zusammen mit den Klassikern. Ich weiß nicht, ob der Gameboy-Teil drauf ist, aber der ist auf jeden Fall gut. Also, Boulder Dash. Dann, ja, The Little Mermaid. Ariel ist ein super, super Plattformer im 8-Bit-Universum. Gewesen damals schon auf dem NES. Dies hier ist die Umsetzung für den Gameboy. Ich freue mich sehr drauf. Ist ein super Spiel, ist nicht zu lang, es ist stellenweise ein bisschen knackig vielleicht, aber gilt im eigentlichen Sinne eher als leicht. Kann ich sehr empfehlen, gerade wenn ihr Kinder an das Gameboy Handheld ranführen wollt, gerade jetzt bei dem aktuellen Film. Das Spiel hat mich 10 € gekostet. Könntet ihr eventuell sogar noch günstiger finden. Ich glaube, 10 € ist der Standardpreis. Ich habe es aber in einem Pack gekauft, deswegen 10 €. Also, Ariel, die Meerjungfrau. Dann zu einem Spiel, was ich selbst noch nicht gespielt habe, was aber ebenfalls wie Boulder Dash ein Rätselgame darstellt. Ne, der Gameboy ist ja dafür bekannt, dass er sehr viele Puzzler hat. Und dies hier ist ein Puzzle-Rätselgame, wo man quasi Labyrinthe neu verbinden muss, so ähnlich wie so ein Pipe-Spiel, bin ich der Meinung. Und ich bin sehr gespannt drauf. Loops kam für 5 € mit von der Messe. Ja, dann freue ich mich sehr, dass ich für 5 € Donkey Kong Land 3 geschossen habe. Für alle Fans der Donkey Kong Platforming Games kann ich nur empfehlen, schaut mal auf den Gameboy. Da gibt es die Donkey Kong Land-Reihe. Ähnlich wie die Mario Land-Reihe hat die nichts mit der Brothers-Reihe zu tun und in dem Fall mit der Country-Reihe. Also es sind drei komplett eigenständige Spiele. Also wenn ich genug von Donkey Kong kriegen kann, es gibt auf dem Gameboy noch 3 Ableger, die es nicht auf dem SNES gab, die ich sehr empfehlen kann. Ja, und dann zu dem Spiel ganz kurz. Man ist unterwegs mit 2 Mitgliedern der Kong-Familie, dem Baby Kong und der Dixie, und ist auf dem Weg, ich glaube, Donkey Kong zu retten, der entführt wurde. Berichtige ich mich gerne, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein klassischer Donkey Kong-Plattformer, der musste für 5 € natürlich mit. Dann ein Spiel, was ich mir schon lange vorgenommen hatte, endlich mal durchzuspielen, was ich in meiner Kindheit hatte, aber irgendwie nie wirklich weit verfolgt habe zu spielen, ist das Pokémon Trading Card Game für den Gameboy. Und zwar habe ich bei diesem Spiel einfach nur Nostalgie pur in mir drin, weil ich früher selbst zu Anfangszeiten der Pokémon-Karten übel mein Geld dafür ausgegeben habe, gesammelt habe, getauscht habe. Wir haben in der Schule Bildchen verkauft, wie wir die Pokémon nachgemalt haben für 50 Cent und sowas. Also wir haben richtig Pokémon-Nostalgie gelebt früher und da bin ich immer noch ein bisschen sehr
sehr, sehr nostalgisch, wenn ich an das Trading Card Game denke. Und da bin ich sehr froh, dass ich das Spiel jetzt endlich habe. Ich habe es hier zwar auch schon einmal auf Japanisch. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, sonst blende ich die japanische Cover auch ein. Aber wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, kann ich kein Japanisch. Deswegen habe ich mir dieses Spiel besorgt und ich dachte, das können wir doch einfach mal im Stream zusammen zocken. Was haltet ihr davon? Das Spiel hat mich, ich glaube, 8 Euro gekostet. Ja, dann ein Spiel, was natürlich auf meiner Sammelliste nicht fehlen darf, was ich seit meiner Kindheit aber nicht mehr hatte. Abgesehen von der originalen japanischen Version, da drehe ich mich direkt nochmal höflich um. Und schaue mal, ob ich sie hier so schnell ergattern kann, dass ich sie euch zeigen kann. Ja, hier ist sie. Und zwar The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, das habe ich zuletzt auf der Gameboy-Installation, auf der Switch-Installation gespielt, in dem Chibi-Look. Da hat es mir auch sehr gefallen. Aber natürlich muss das Original, wie ihr wisst, mein absolutes Lieblings-Gameboy-Spiel, mit in meine Sammlung. Und ich habe es jetzt endlich wieder. Ich habe es günstig für 30 Euro mitgenommen, das ist so ziemlich der Standardpreis und ich freue mich schon sehr darauf, es durchzuspielen. Vielleicht auch mal was, worüber ich ein Video machen könnte. So, kommen wir zu den original verpackten Spielen. Da habe ich ein 70 Euro, nee, 75 Euro Gesamtpaket geschossen, worüber ich mich sehr, sehr freue, weil die Spiele alle noch in meiner Sammlung gefehlt haben. Ich die japanischen Schachteln, die ihr gleich sehen werdet, richtig liebe im Vergleich zu den deutschen, weil wenn wir hier mal das Pokémon uns schnappen, haben wir schon einen massiven Designunterschied, wenn wir uns das einfach mal anschauen. Und ich liebe einfach diese kleinen handlichen Spieldesigns, die sie hier drauf haben, wie ihr gleich auch sehen werdet. Ja, ich habe mitgenommen, falls ihr euch jetzt fragt, für 75 Euro zusammen, alle drei, Wario Land 1, Super Mario Land 2, nee, 3, 3, 3, sorry. 3. Und Wario Land 2. Ich kann euch eigentlich auch mal die Rückseiten ein bisschen zeigen. Ich hoffe, das kann man sehen. Das war Teil 2. Jetzt nochmal Teil 1. Und Wario Land 3. Auch nochmal die Rückseite. Der Clou bei den Spielen ist natürlich, ist das der bekannte Plattformer mit Wario, dem Antagonisten von Mario, der seinen Auftritt hatte quasi in. Boah, lasst mich lügen. Ich glaube, in Mario Land 2 für den Game Boy ist er der Antagonist und seitdem gibt es ihn irgendwie im Universum. Er ist der bisschen ruppige, für mich absolut knuffige, kleine Erzfeind von Mario, der einfach nur versucht, Reichtum zu ergattern, um sich selbst ein Schloss zu bauen. Und dabei durchlebt er mit unterschiedlichsten Gadgets und Features unterschiedlichste Plattformlevel. Wir haben natürlich den Klassiker Unterwasserlevel, dann gibt es so Zuglevel, wo man auf so Waggons fährt, dann gibt es Lava-Level und den ganzen Klassik-Schmodder, den es immer gibt. In Mario gibt es hier auch. Bloß mit dem Clou, dass Wario ein bisschen klobiger ist und einfach ein bisschen sympathischer, weil bei ihm läuft halt nicht alles rund. Er fliegt auch mal auf den Arsch oder sitzt dann da und sieht total zerrupft aus, wenn er klein geschrumpft wurde, weil er seine Power-Ups verloren hat oder sonst was. Er ist einfach sehr sympathisch und hat einen absolut miesen, fiesen Charakter und er ist sehr sympathisch für mich und sehr witzig. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich die Teile in Original ergattern konnte und das Ganze sogar auf Japanisch. Und wie ihr euch jetzt fragt, hast du nicht gerade gesagt, du kannst kein Japanisch? Hierfür muss man kein Japanisch können, denn es gibt einen ganzen Haufen Gameboy-Spiele, die einfach nur in einer einzigen Version existieren und die ist Englisch. Oder, wie in dem Fall von, ich glaube, Wario Land 3, kann man es auswählen zwischen Japanisch oder Englisch. Von daher, gebt euch ein Go dafür. Die Spiele auf Deutsch sind ein bisschen teuer mit OVP, auf Japanisch deutlich erschwinglicher. Da ist so 30, 40 Euro der Standardpreis. Und die sind alle komplett in Box. Und ja, ich freue mich sehr. Dann ein absolutes Kindheitsspiel für den Atari 2600. Outlaw, habe ich es richtig rum? Ja, Outlaw. Ein absolut grafisches Highlight. Ich blende euch mal hier ein Bild ein, wie das Spiel aussieht. Ungefähr das ganze Spiel sieht so aus. Und das Spiel habe ich mitgenommen für, ich glaube, 4 Euro, weil mein Bruder und ich haben das früher gezockt in unserem Kinderzimmer. Da kann ich mich dran erinnern. Da war ich vielleicht 4 oder so. Und da haben wir das öfters gespielt. Ich habe natürlich immer verloren. Oder wurde durch diesen scheiß Kaktus, der da in der Mitte steht, blockiert. Aber alles in allem ein absolut
nostalgisches kleines Stück Kindheit für mich, das einen Ehrenplatz in meiner Sammlung erhalten wird, weil ich nicht weiß, ob ich jemals wieder ein Atari besitzen werde, obwohl jetzt kommt ja bald einer raus mit HDMI-Anschluss, also never say never. Ja, auf jeden Fall absolut cooles Spiel, ist auch auf diesen Atari Gold-Konsolen, die die Spiele emulieren, die man kaufen kann für, ich glaube, 50, 60 Euro oder 100. Die haben wir in der Firma gehabt, um da so ein Duell zu spielen und sowas. War ganz witzig, also kann ich auch empfehlen. Und ja, Outlaw, absolut, absolut Kindheit für mich. Das musst du auf jeden Fall mit. Dann natürlich, natürlich, in jeder Sammlung muss Link, sage ich schon. Legend of Zelda, Link to the Past. Ja, A Link to the Past. Ich hab gerade irgendwie Wayfinder-Störung hier für den Titel. Also, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Natürlich kennt ihr alle diesen kleinen Action-Rollenspiel-Ableger von Nintendo, der, glaube ich, den Hauptdurchbruch für Link uns ins Wohnzimmer gebracht hat, weil es einfach so liebevoll grafischer Pixel-Look, isometrisch von oben, meine absolute Lieblingsperspektive für solche Art von Spielen. Und so viele Rätsel, so viele Geheimnisse. Der erste Teil war auch schon sehr, sehr wegweisend von Zelda in die Richtung, aber ich bin der Meinung, diese hier hat es perfektioniert, auch wenn natürlich in meinem Herzen das Gameboy-Spiel immer einen höheren Stellenwert einnimmt. Dieses hier ist auf jeden Fall unverkennbar eines der absoluten Top 5 Games für das SNES. Und das musste natürlich mit. Für nur 22 Euro wandert es jetzt in meine Sammlung. Dann wieder ein absolutes Kindheitsspiel. Was mich sehr an das Zocken mit meiner Mutter damals zusammen erinnert, ist Young Merlin. Zeige ich euch auch direkt nochmal die Rückseite, weil das ja UVP hat. So, Young Merlin, wer es nicht kennt, das ist so ein, ja, es wird es auch ein Action-RPG nennen, wo man mit dem Gehilfen von Merlin, glaube ich, oder er ist selber Merlin, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr, einen blonden Jungen, durch eine Welt voller Hindernisse und magischen Wesen läuft. Und in dieser Welt muss man halt ganz viele so kleine Rätsel lösen, wie zum Beispiel, man muss ein Wagenrad besorgen, damit man in der Mine mit der Lore fahren kann. Man muss Wasser färben, damit das für den Regenbogen eine neue Farbe beim Spiegeln ergeben kann, damit der Regenbogen irgendetwas auslöst oder so. Und dabei muss man Gegnern aus dem Weg gehen, Gegner bekämpfen und ja, das ganze Ding ist ein bisschen untergegangen, weil das Rätsel schon sehr schwierig im Vordergrund steht, aber man hat hier so einen klassischen Ableger von Where the fuck do I have to go game. Und ja, da ist einiges an Potenzial, denke ich, was auf dem SNES noch schlummert, was ihr vielleicht nicht kennt, wenn ihr Young Merlin noch nicht kennt. Aber stellt euch auf eine harte Nuss ein, das ist das erste Spiel, für das ich die Hotline anrufen musste damals als Kind. Das zweite, ein bisschen bekannter, ist ja Discord gewesen. Aber auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. 20 Euro habe ich dafür bezahlt. Complete in Box. Sicherlich ist die Box nicht mehr die schönste und hat hier so Karstadt-Sticker. Aber hey, sogar die Karstadt-Sticker sind jetzt nostalgisch wertvoll. Von daher, ab in die Sammlung. Ja, dann ein Spiel, das ich spontan mitgenommen habe, weil ich es schon länger auf der Liste hatte. Catherine. Für die PlayStation 3. Und ja, das ist wohl so eine Art schlüpfriges Rätsel-Platforming-Game, worauf ich schon irgendwie länger Bock hatte. Ich hatte so ein, zwei Videoausschnitte gesehen, wie der Protagonist, der irgendwie nicht bei Ladies landen kann, Albträume hat und dann in diesen Albträumen Puzzle-Passagen bestehen muss und sowas. Also ich kann euch noch nicht viel dazu sagen, aber es ist sicherlich bekannt, es ist schließlich schon ein bisschen älter, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf und denke, es könnte auf jeden Fall witzig sein, weil es so diesen typischen japanischen Anime-Humor mit in Unterhose mit Herzchen herumrennende Männer, die verzweifelt irgendwie überfordert davon sind, mit Frauen zu sprechen, abbildet. Und ja, da habe ich einfach Bock drauf und ich dachte, für 15 Euro kommt es in die Sammlung. Ja, dann kommen wir zu einem riesigen Stapel PlayStation 1-Spiele, die ich spontan mitgenommen habe, die allesamt nostalgischen Wert für mich haben und da fangen wir doch einfach mal direkt mit an. Und zwar haben wir hier als allererstes in einem Land vor unserer Zeit die Rückkehr ins große Tal. Zeige euch auch hier gerne nochmal die Rückseite. Ja, das ist ein klassischer 3D-Plattformer, wie man ihn so von der PlayStation 1-Zeit kennt. Und
hat mich einfach direkt in meine Kindheit katapultiert, als ich es gesehen habe. Ne? Wer kennt es nicht, ein Land vor unserer Zeit? Wenn ihr wie ich so 86 rum geboren seid, dann habt ihr das auf jeden Fall in noch und nöcher im Fernsehen mitgekriegt, auf Kinoleinwand, auf VHS-Kassette. Littlefoot und seine Freunde, die waren einfach überall. Absolut herzerwärmende Geschichte. Wer es heute nicht kennt, gebt es euren Kindern gerne. Es ist ein wunderschöner Zeichentrick. Und ein bisschen traurig. Damals hatten die Sachen halt noch ein bisschen mehr Message. Aber ein bisschen traurig, gleichzeitig schön, wunderschön animiert. Und dieses Spiel hier, dachte ich mir, das ist doch auf jeden Fall die 8 € wert. Und das nehme ich mit und das probiere ich aus, weil diese simplen 3D-Plattformer, die es damals gab, waren auch allesamt irgendwo ein bisschen spielbar. Und deswegen hatte ich da einfach Bock drauf und dachte, das nimmst du mit. Also ab in die Sammlung. Dann, ja, ein super Fang, den ich gemacht habe. Ich habe da ich glaube, 5 Spiele insgesamt runtergehandelt auf 50 € bezahlt. Da war, glaube ich, auch das Land von unserer Zeit dabei. Aber für das habe ich auf jeden Fall 10 bezahlt und für das auf jeden Fall 10. Nur weil die Preise draufstehen, nicht, dass ihr euch wundert, ich erzähle euch Quark oder so. Und zwar geht es um Krok für die PlayStation 1 und Krok 2 für die PlayStation 1. Ja, beides wunderschöne Plattformer, die ich damals auch hatte. Ich zeige euch auch gerne nochmal die Rückseiten. Hier ist einmal Krok 1 und hier ist einmal Krok 2. Ja, wunderschönes Plattforming-Abenteuer, was ich immer sehr witzig finde, wenn ich mir das so anschaue, weil es so ganz anders aufgebaut ist als typische Spiele. Es hat seinen ganz, ganz eigenen Charme. Schaut euch auf jeden Fall mal auf YouTube was an. Und es ist sehr herausfordernd, ein bisschen schwer. Damals erinnere ich mich noch, da habe ich es mir gekauft, als ich ein kleiner Junge war und da kam, glaube ich, gerade Krok 1 raus oder Krok 2, ich bin mir nicht mehr sicher. In einem kleinen An- und Verkaufladen habe ich es mir gekauft für 40 Mark, die ich hart mir auf dem Flohmarkt erarbeitet hatte, nur um dann ein Spiel zu haben, von dem ich keine Ahnung hatte, was ich machen muss, weil alle Beschilderungen und Beschriftungen auf Englisch waren und ich kein Englisch konnte. Also das war auf jeden Fall für mich eine herbe Enttäuschung, aber es wird Zeit, das nachzuholen, weil ich sehr viel Gutes darüber gehört habe und sehr viel Gutes darüber weiß. Fun Fact übrigens zu Krok, den ihr euch jetzt hier bitte nochmal anschaut. Na, Ähnlichkeit erkannt? Ja, genau, das ist unser guter, formveränderter Yoshi, der sein erstes Solo-Game bekommen sollte, wo Nintendo sich dann am Ende aber aufgrund dieser Philips CD-i-Geschichte mit Zelda damals, falls ihr euch erinnert, wo diese furchtbar aussehenden und schlecht steuerbaren Arcade-Spiele dabei rausgekommen sind, in dieser Zeitwoge hat Nintendo während der Entwicklung dieses Yoshi-Plattformers die Lizenz dem Drittanbieter entzogen, so musste der aus dem guten Yoshi ein Krokodil machen. Und deswegen haben wir heute Krok. Aber das war nur nice to know. Kommt auch in die Sammlung. Und dann natürlich wieder ein absolutes Kindheitsspiel von mir, was mich direkt aufs Sofa neben meine Mutter katapultiert und neben meinen Bruder. Und wir verzweifelt versuchen, irgendwie die scheiß Rätsel in diesem Game zu lösen, die damals für uns sehr hart waren. Ich kann es euch nicht genau sagen, damals war es irgendwie so, keine Ahnung. Heutzutage spielst du ein Spiel, du kriegst irgendwie das Rätsel nicht geregelt, du siehst relativ schnell, was du machen musst oder was falsch läuft. Damals, du hast einfach keine Ahnung gehabt. Du saßt da, erstmal hast du nicht die Erfahrung gehabt mit irgendwelchen Rätselgames, die du heute hast. Heute, was weiß ich, sagen wir mal, du bist irgendwo, da ist eine verschlossene Tür und du siehst irgendwo ist ein Schalter und denkst ja, okay, ich muss irgendwie zu diesem Schalter kommen. Damals hast du vielleicht nicht mal gewusst, dass das ein Schalter ist oder gesehen, dass das ein Schalter sein könnte. Oder hast du halt rumgesucht, weil du dachtest, die Türklinke muss ja irgendwo bei der Tür sein. Na? Und du bist halt ganz anders an die Sachen rangegangen, das kommt noch dazu. Und die Spiele waren damals auch ein bisschen schwieriger aufgebaut von den Rätseln her, dass du nicht richtig gesehen hast, was muss ich jetzt wo wie machen. Und ja, da kommt auf jeden Fall länger auf die Folter gespannt, als ich wollte. Alundra in die Sammlung. Alundra ist ein absolutes Spiel für mich, weil, wie ich schon gesagt habe, mit meiner Mutter, meinem Bruder als kleiner Junge immer wieder an diesem wunderschönen Zelda für PlayStation, wie wir es genannt haben, die Zähne ausgebissen und Endgegner noch und nöcher versucht und einen abgerätselt und Rätselmagazine, hier, Game-Magazine gekauft und die Rätselseiten durchgeguckt, ob ja, was für Alundra drin steht, bei der Hotline angerufen, weil wir
nicht weitergekommen sind und so weiter und so fort. Also ein absolutes Kindheitsspiel von mir habe ich komplett in Box mit der Karte, da ist so eine faltbare Landkarte mit drin, bekommen. Zeige euch mal die Rückseite, da ist jetzt auch so ein unschöner Sticker drauf, aber vielleicht seht ihr ja unten die Bilder, damit ihr einen Eindruck habt. Ist also schön isometrisch aufgebauter Action-Plattformer. Was sage ich heute immer? Plattformer. Ein Action-Adventure mit eindeutigen Zelda-Vibes, mit auf waffenbasierten Rätseln, auf Items-basierten Rätseln, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei Zelda ist ja der Klassiker, da ist irgendwie so ein Flock, du kommst nicht durch, besorg dir den Hammer, schlag den Flock rein, geh durch. Hier bei Alundra gibt es das zum Beispiel mit dem Morgenstern, dass da riesige Sandsteine stehen und die kannst du mit dem Morgenstern zerschlagen und dann kommst du durch die Wege durch. Also, wer diese Zelda-Vibes liebt, oder wer Landstalker, den geistigen Vorfahren von diesem Spiel hier auf dem Sega, mochte, der sollte auf jeden Fall mal in Alundra reinschauen. Absolute Empfehlung von mir. Und dazu, das zweite Spiel in meiner Hand, kam direkt noch mit dazu, Alundra 2. Diesmal allerdings ohne Anleitung, aber das ist mir persönlich nicht so wichtig. Zeige euch auch nochmal hier die Rückseite. Ja, Alundra 2 geht dann den ganzen Schmuh von Alundra 1 in die 3D-Welt portieren. Und macht das natürlich so gut, wie alle anderen das damals gemacht haben, nämlich Hartscheiße. Weil wir hatten das Problem, wenn man zum Beispiel an Simon the Sorcerer denkt, der erste 3D-Teil war furchtbar. Alle Spiele davor hatten ihren Charme, Humoristik, einen eigenen Charakter und irgendwas, was dich dazu gebracht hat, das Spiel zu lieben. Und dann kommen diese hässlichen 3D-animierten Polygone aus der Anfangszeit der PlayStation und ruinieren einfach alles, weil dir wird die Vorstellungskraft schon alleine schwer gemacht, irgendwas dir vorzustellen, weil du nicht mal weißt, was es sein soll, was du siehst teilweise. Und dazu kommt bei Alundra 2, da wurde hier nochmal kräftig an der Gameplay-Mechanik gedreht. Ich glaube, das ist nämlich komplett ins JRPG abgedriftet. Und man spielt jetzt den Alundra und muss die Kämpfe, glaube ich, nicht in Echtzeit absolvieren. Ich kann mich auch irren, ich schaue gerade drauf, es sieht einfach nicht so aus. Nehmt mich nicht für voll, was es angeht. Schaut lieber nochmal nach, korrigiert mich gerne. Aber Alundra 2 hatte ich damals gebrannt, geschenkt bekommen von einem Bekannten und nie wirklich gespielt, weil es halt so ganz anders war als Alundra 1. Und damals wollte man halt, wenn man den zweiten Teil gekauft hat, more of the same und nicht alles neu. Und wie zum Beispiel bei GTA, ist ein gutes Beispiel. GTA 3, Vice City oder San Andreas ist immer more of the same, aber more of the same und ein bisschen anders. Und du kannst dir hier den Wechsel so vorstellen, wie sich das angefühlt hat von GTA 2 auf GTA 3. Die Leute, die GTA 2 hart gefeiert haben, wegen der isometrischen Autoperspektive und bla bla bla, die werden natürlich GTA 3 nicht unbedingt mitgefeiert haben, weil die wollten halt sowas. Und genau so ging es mir hier halt auch. Aber jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich ein bisschen reifer, jetzt wird es Zeit, das nachzuholen. Also Alundra 2 kommt für 10 Euro mit in die Sammlung. Alundra 1, 37, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ja, dann geht es natürlich hier so weiter, Schlag auf Schlag. Es war nämlich richtig erfolgreich für mich auf dieser Retro-Börse, die ich übrigens jedem empfehlen kann. Das waren die Days of Gaming in Herten, in einer kleinen Kampfakademie, wo der Betreiber mit Würstchen und Brot für das leibliche Wohl gesorgt hat, eine kleine Tombola veranstaltet hat. Und ansonsten war da so wie ein riesiger Indoor-Flohmarkt, der nur Sachen hatte, die cool waren, anstatt so, keine Ahnung, alte Porzellanmasken, die man sich an eine Wand hängt oder so, weil man irgendwie die Vorlage sein möchte für Grusel-Level in Videospielen. Ich weiß nicht warum. Aber gut, ein absoluter Holy Grail für mich, in meine Sammlung endlich gekommen, Blazing Dragons. Das Spiel kam für 40 Euro mit in die Sammlung. Ich hoffe, ihr konntet überhaupt irgendwas sehen, weil diese Schutzfolie ist sehr dick. So, sorry, ich musste kurz schneiden, weil ich mich so verhaspelt hatte, dass ich einfach keinen klaren Satz mehr rausgekriegt habe. Ich bitte euch um Entschuldigung. Das basiert auf einem Cartoon, der auf der Idee von Terry Jones von Monty Python basiert. Und es ist ein absolut witziges Point-and-Click-Spiel, wo man die Rolle von Funzel übernimmt, einem Drachen, der im Hofe Camelot heißt es, glaube ich, dort auch. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Camelot, das von Drachen bevölkert wird und der König selber ist auch ein Drache, lebt und dort mitkriegt, dass die Hand der Prinzessin an den Gewinner eines Ritterturniers fällt. Und dort halt dann im Auftrag der Prinzessin versucht, an diesem Turnier teilzunehmen und die Ritterwürde erstmal zu erlangen, hat sie nicht, um die Hand der Prinzessin vor den verblödeten Rittern der Tafelrunde zu schützen, die allesamt einfach irgendwie einen weg haben. Keine Ahnung, die sind richtig, richtig random, diese Leute. Da gibt es zum Beispiel den kurzsichtigen Typ, der sich weigert, aus Männlichkeitsgründen eine Brille zu tragen und deswegen den König angreift, weil er denkt die ganze Zeit, das wäre der Feind. Aber
Es ist halt voller Humor, ist absolut witzig, wenn ihr Discworld mögt, wenn ihr Point and Clicks allgemein mögt. Blazing Dragons ist eines der wenigen Spiele im Point and Click Sektor, die es nicht auf dem PC gibt. Die gibt es nur, also Point and Click, Blazing Dragons gibt es nur für die PlayStation 1 und das Sega Saturn. Und absoluter Geheimtipp, holt euch einen Emulator, schmeißt das Spiel rein, zockt es. Es ist mega, mega witzig, mega lustig, es macht übel Spaß. Es ist sogar im Intro ein kleines Stück von Blazing Dragons zu sehen, das Point and Click, was dort abgespielt wird. Und es hat humoristischen Einschlag, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, du versuchst Eintritt zu erlangen in die Burg von Sir George, musst dich verkleiden als Sir George. Sir George ist ein dicker, kleiner, hässlicher Typ. Findest vor dem Marktplatz Protestanten, die so eine Sir George-Puppe in der Hand haben, die sie anzünden wollen, aber die kein Feuer haben. Schwuppdiwupp, sorgst du durch einige gewissen Dinge dafür, dass diese Sir George-Puppe verbrennt und auf einmal hast du den Rest des Gesichtes von diesem Puppending. Und wenn du dich verkleidest und versuchst, in der Burg als Sir George durchzugehen, funktioniert es nicht, weil du die Maske aufsetzt, aber du riechst nicht wie er. Na, was machst du? Natürlich, du reibst erstmal fett diese Maske durch Scheiße. Und dann riechst du genauso wie Sir George und jeder hält dich für den originalen Sir George. Also, wenn ihr auf so eine Art von klamaukigen Schwachsinn steht, Blazing Dragons, absolute Empfehlung, 40 Euro, ist bei mir mit in die Sammlung gekommen. Es ist ein Holy Grail, weil es schwer zu finden ist. Dann ein Spiel meiner Jugend, Fighting Force 2. Das ist eins dieser Spiele, die. Ich dachte gerade, mein Kaninchen wäre hier, sorry. Fighting Force 2, das ist eins dieser Spiele, die so quasi das Action-Genre für mich zugänglich gemacht haben. Man spielt die Rolle eines Agenten und muss so eine riesige Anlage stürmen und hat damals für ein vollkommen neues Feature gehabt, was ich nicht kannte. Und zwar, du konntest die Gegner niederschlagen und dann deren Waffen mitnehmen. Und das war der Hammer. Du hattest auf einmal den Vorschlaghammer von so einem Riesen dabei. Du hattest auf einmal das MG von jemandem dabei. Du hattest auf einmal die Knarre von jemandem. Und am Anfang hast du nur so ein Rohr gehabt und sowas. Und du musstest schleichen. Es gab irgendwelche Passagen mit so Lüftungssystemen und so weiter und so fort. Und du musstest mehr oder weniger Metroidvania-mäßig dich durchs ganze Level durchmanövrieren und arbeiten. Das war ein richtig geiles Spiel für mich. Und ich bin sehr froh, dass es wieder da ist. Und das werde ich auf jeden Fall spielen. Ich sehe gerade, das ist ab 18. Aber gut, das werde ich auf jeden Fall spielen. Es ist absolute Empfehlung von mir, wenn ihr auf alte Action-Games steht. Das ist Fighting Force 2. Nicht verwechseln mit Fighting Force 1, was mehr ein Brawler ist. Das ist kein Brawler mehr. Das ist, ja, wenn ich jetzt sagen würde Metal Gear, dann würdet ihr mich rösten, weil Metal Gear schon deutlichere Tiefe hat. Aber es geht in die Richtung, sagen wir es mal so. Fighting Force 2 kam für 10 Euro mit in die Sammlung. Dann eines der ersten Spiele, die ich auf der PlayStation komplett alleine durchgespielt habe, die ich sehr genossen habe und die ich auch sehr charmant finde, A Bug's Life, das große Krabbeln. Ja, absolut kultiger Plattformer, der macht richtig Bock. Da hatte ich einfach Lust, das nochmal durchzuspielen und zu erleben. Vielleicht auf Twitch mit euch zusammen. Müssen wir dann schauen. Ich habe sehr viel vor, ich würde sehr viel spielen. Ich habe leider sehr wenig Zeit. Aber ja, ich freue mich schon drauf, hier unserem kleinen Ameisendude, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Steht hier auch nicht drauf. Also nennen wir ihn Ameisendude, durch sein verrücktes Abenteuer zu führen, um die Grashüpfer wieder aus dem Ameisenbau zu entfernen. Also absolut cooles Spiel, hat mir damals sehr großen Spaß gemacht. Das Spiel kam mit in dem 50er-Pack in die Sammlung für insgesamt 10 Euro. Last but not least kommen wir zum letzten Spiel meiner Retro-Beute. Und das ist diesmal Tony Hawk's Skateboarding. Das fehlt auch noch in meiner Sammlung. Hier noch einmal die Rückseite für euch. Das fehlt auch noch in meiner Sammlung, aber natürlich nicht in meinem Gedächtnis. Schließlich komme ich aus den 90ern, beziehungsweise bin darin groß geworden und habe dieses Spiel, was 99 rauskam, so gesuchtet wie kein zweiter in der Straße. Ich war sowas von der Beste in der ganzen Straße in Tony Hawk's Skateboarding. Es war einfach so cool. Ich hatte gar nichts mit Skateboarden am Hut. Damals war es einfach so. Wenn du PlayStation gespielt hast, du hattest nichts mit Skateboarden am Hut. Gar nichts. Sorry, da musste ich gerade einen Huster rausschneiden. Auf einmal waren alle im Tony Hawk-Fieber. Sie sind richtig durchgedreht. Jeder wusste auf einmal, was ein Cordoba ist. Das ist ein Motorradtrick, glaube ich. Jeder wusste auf einmal, was ein Ollie ist.
Jeder wusste auf einmal, was ein 360 ist. Jeder wusste auf einmal, was Grinden ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr nicht dabei wart. Es war einfach richtig übel. Jeder hat das gezockt. Einfach jeder. Von 10 Leuten haben es 10 Leute gespielt. Und es war einfach so ein Riesenhype um dieses Spiel, was eigentlich nur darum ging, kleine Aufgaben in kleinen Welten zu erledigen mit dem Skateboard. Also quasi, du fährst durch eine Welt auf deinem Skateboard. Für jeden, der es nicht kennt, was ich nicht glaube, dass es da jemanden gibt, aber wenn, dann hallo, gerne in die Kommentare, sag mir, warum du es nicht kennst. Okay, wahrscheinlich, weil du keine PlayStation hattest. Oder so. Oder keinen Strom, ich weiß es nicht. Ich will nicht mutmaßen. Schreib es mir gerne in die Kommentare, ich freue mich drauf zu lernen. Ihr fahrt durch eine 3D-animierte Welt. Ihr seid selber ein Skateboarder auf einem Skateboard, habt 2 Minuten Zeit und könnt mit diesem Skateboard verschiedene Rampen, irgendwelche Rails oder sonst was langfahren, langgrinden, euch daran festhalten oder sonst was machen. Und währenddessen habt ihr dann so kleine Aufgaben wie sammelt Musikkassetten ein, die versteckt sind, sammelt die Buchstaben Skate ein, wie wir es schon von Donkey Kong kennt mit dem Kong, und die dort überall versteckt sind. Oder macht in einer gewissen Zeit so und so viele Punkte. Und mehr ist es nicht. Das ist das einfachste Konzept der Welt. Man wird auf diese Welt für 2 Minuten losgelassen, hat 2 Minuten Zeit, diese Aufgaben zu erledigen oder diese Punkte einzuheimsen, die man braucht. Und das ist alles. Aber es ist so ein addictive und funny Gameplay, dass das in jeder Arcade locker jeder spielen würde. Jetzt seid doch mal ehrlich. Wenn ihr Tony Hawk als Kind gespielt habt und ihr würdet, keine Ahnung, ihr geht, was weiß ich, Alter, bei McDonald's essen. Und bei McDonald's würde ein Arcade-Automat stehen mit Tony Hawk. Ihr würdet da locker einen Euro reinwerfen und einfach mal eine Runde Tony Hawk zocken. Ich meine, wenn es jetzt nicht 2 Minuten wären, sondern ihr könnt 2 Runden spielen oder sowas, würde sich der Euro wahrscheinlich auch lohnen. Aber ihr würdet es machen, oder nicht? Ich würde es auf jeden Fall machen. Tony Hawk kam auch für 10 Euro mit in die Sammlung. Ja, insgesamt mit irgendwelchen Sonderexpenses, die ich hatte für was zu essen und was zu trinken, habe ich hier für diese 22 Spiele 350 Euro bezahlt. Es ist für mich auch ein sehr hohes Maß an Kohle, was ich dafür ausgebe. Aber es ist einfach wirklich jedes einzelne Spiel für meine Sammlung perfekt. Ich habe nur Sachen gekauft, die ich auch wirklich haben will. Nicht so, oh, guck mal, das kostet 3 Euro, das nehme ich mit. Sondern alles davon will ich haben, alles davon werde ich spielen, alles davon, außer Outlaw, das stelle ich vielleicht nur hin, werde ich spielen und werde ich lieb haben. Und das ist einfach das Schönste gewesen auf dieser Retro-Börse. Ich war noch nie auf einer Retro-Börse vorher, wie ich euch auch geschrieben hatte auf Mastodon. Und ich bin sehr positiv überrascht. Also wenn ihr euch für alte Games interessiert, es gab da alles Mögliche. Es gab über Game Boy, NES, SNES, PlayStation, Xbox, Sega Dreamcast, Master System, Sega Genesis, hier, wie heißt das auf Deutsch, Mega Drive. Und es gab sogar Commodore, Amiga-Leute. Es gab einen ganzen Haufen alte Tech zu kaufen. Leider sehr wenig Retro-Computing, weil es halt auch eine Retro-Game-Messe ist und die Retro-Computer-Leute wahrscheinlich eher auf ihre eigenen Messen gehen. Aber alles in allem kann ich euch wärmstens ans Herz legen, wenn sowas bei euch mal in der Nähe ist und ihr interessiert euch für Gaming oder wollt einfach nur mit irgendwelchen Nerds quatschen, go for it. Absolut cool. Ja, das war's erstmal mit Pickups und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Einschalten.